So, willkommen zurück in dem Spiel, wo alle Wände wackeln. Ich habe jetzt hier alle Räume durchsucht und jetzt bleibt nur diese super tolle Treppe, die so einladend ist wie... Weiß ich nicht, da ist gar kein Vergleich zu finden. Ich frage mich, was passiert, wenn ich diese Treppe jetzt emporsteige. Auf jeden Fall wird super spitze bestimmt und unterhaltsam und ich freue mich für euch. Ach, ja, hoffentlich komme ich da überhaupt hoch. Ich wette, da sind voll die Fallen dran und so. Oder die Treppe ist mit Schmierseife getränkt. Und niemand kann sie erklimmen. Niemand kann hinaufsteigen, denn es ist die Treppe mit Schmierseife. Nein, es geht. Ja, ich hab's gewusst. Ich gehe wieder runter, ne? Was denn? Oh, das ist ja toll. Das ist ja toll. Wenn ich da hochgehe, geht die Party ab. Wenn ich unten bleibe, nicht. Was mache ich? Ich gehe hoch. Ich will ja Party, ja. Wir wollen Party, Palmen, Weiber und Bier. Ein paar schöne Tage wollen wir. Party, Palmen, Weiber und Bier. Ja, das wollen wir. Huch, ja, es ging doch. Ein schönes Liedchen auf dem Lippen. Da ist jetzt eine tolle Tür. Hier ist noch eine tolle Vase. Da ist ein Typ, der irgendwie voll die Hackfresse hat. Oh ja, der hat eine Hackfresse. Ne, okay. Was geht hier ab? Oh, gekreuzigt. Oh je, Mann. Oh je. Aber hier sieht es wenigstens ein bisschen vornehmer aus, aber ich meine, der Schein trügt meistens. Also, weiter geht's. Ich habe ja keine Wahl. Jetzt kommt eh was. Eh. Oh, es sieht aus wie ein Arbeitsraum. Es passiert eh gleich was, Manno! Okay, gehen wir rein. Also wenn hier was kommt, ich habe keine Chance, ne? Ich bin so am Arsch. Kann sich irgendwie... Öl, Öl ist gut. Öl ist gut. Da liegt ein Seil auf dem Tisch. Dann kann ich mir das Blut holen. Dingens Zeug. Ah, so eine Erinnerung. Ja, mach ich mal, ne? Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Hm. Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Was eine schöne Metapher. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einer Tablett präsentiert haben. Oh, Rechtschreibfehler, Rechtschreibfehler! Bis sie meinen Kopf auf einer Tablett präsentiert haben wollen. Einem! Ich glaube Genitiv. Oh, jetzt mache ich mich bestimmt peinlich. Nee, ist glaube ich wirklich. So, egal. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann... Soll ich untergehen? Ach, dramatische Ausharmonisierung des Textes. Ein Brief? Oh, endlich mal wieder eine Notiz? Notiz zur Folter, schön. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ah, ich hatte ja gerade was auf Facebook gepostet, was so ein bisschen so das Fehlen beschreibt und das Zersägen. Ah, das ist so schön. So, mal sehen, was hier steht. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Aha. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit überschreiten. Ach, das ist jetzt in Anführungszeichen oder was sind das für Punkte? Egal. Wurde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Man nehme eine Prise Salz, einen Schuss Pfeffer und das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Schön. So. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Ja, das merke ich jeden Tag, wenn ich dieses Spiel spiele.
Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Ja, genau. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schmerz vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Schön. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert. Oh, oho. Und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise mit einer Säge oder einem Pfahl wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles... dass alles umsonst war. So. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Ja, dann brauche ich da wirklich dieses Blut da, was in diesem Abfluss geflossen ist. Hier habe ich ja auch jetzt ein Seil. Das ist ja schön. Und wenn ich dieses Seil jetzt nehme, kommt hinter mir ein Zombie rein. Aber das wäre total gemein, weil hier kann man sich jetzt wirklich nicht wehren. Also, bitte euch. Aber wenn ich jetzt runtergehe, dann kommt ein Zombie oder ich weiß es auch nicht. Ich mache hier kalt 90 weiter. Aber... Der Schatten ist jetzt nah. Das ist natürlich herrlich. Wenn der Schatten, der mich verfolgt, nah ist. Okay. Ich muss wieder runter zu diesem Segenraum. Und da wartet garantiert was. Also wirklich, jetzt muss langsam was kommen. Und dann... zapfe ich da ein bisschen Blut ab. Und dann renne ich hier raus wie so ein Bekloppter. Ich sag's euch. Warum schleiche ich eigentlich? Auf der letzten Treppe ist Schmierseife. Zack, liege ich und dann kommt der Zombie. Wie geht nochmal rennen? Ach ja, also. Jetzt geht's wieder los mit Ritzeratze. Auf einmal hängt da wirklich einer. So, hier schleiche ich doch lieber. The shadow is close now. Juhu. Ja, die Maus rennt auch schon weg. Die super animierte 3D-Maus. Nö, nichts mehr mit Segen. Bin enttäuscht. Ach, vielleicht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das lässt Erinnerungen auf Dingsen. Oh Gott, oh Gott. So. Glas. Nein, Seil. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwenden. Da oben dran. Eine Schnurshanf. Der will sich verarschen, Mann. Ich hätte jetzt gedacht, das Glas und das Seil. Nee. Ah. Ich bin gerade ein bisschen... So, da blinkt es. Ach, vielleicht vorher zumachen. Hey, was ist denn das für ein... Ich habe ein Seil und ein Glas. Also irgendwie... Ah ja, genau so. Ich bin auch gut. Lalala, ein bisschen Blut. Und jetzt kommt was. Guck mal meine... Boah, die Musik, ey. Das war so dramatisch noch nie. Okay, also ich habe jetzt das Blut, dann diese Pilze. Pilze, Blut. Jetzt brauche ich noch dieses Tamta, was ich aus einer anderen Dimension bekomme. Naja. Okay. Aber ich glaube, soll ich mal versuchen, die irgendwie... Achso, nee, das mache ich, wenn ich wieder zu Hause bin, weil wer weiß, was dann passiert. Huch. So, was heißt zu Hause, also bei Agrippa, ne? Das einzige Lebewesen, in Anführungszeichen, was mich ja nicht ausnocken will. Mann. Okay, Max, du hast es bald geschafft.
Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Lass dir deine Sorgen über Bord. Hey, denn wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches. Nee. Bist. Dann nimm es dir. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise. Denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nie vermissen. Mhm. Ja, na, unter diesem Motto wird hier gefoltert, geknechtet, abgezapft und alles. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah ja. Hier war dieses Brunnenvieh. Womit hat sich da überhaupt... Auch ein Rätsel, ne? Dieses Brunnen. Hm. Okay, das wird sich später noch klären. Ich hoffe, hier ist es. Oh. Okay. Ja. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vias Tuck before attempting to mend the ore, there might still be a chance for you to save me. Aha. Please. My fate is in your hands. Mhm. Okay, aber wie soll ich das machen? Ich meine, ich brauche dieses Tamta-Zeug. Kann nicht zum Bluten zuführen, Substanz muss gereinigt werden. Oh! Substanz muss erst gereinigt werden. Wie wird denn das gereinigt? Ja. Ach, was waren hier eigentlich nochmal? I see that all the orbs you need. I know I have no right to ask anything of you. Ja, was jetzt? But if you could find it in your heart to get the ingredients for Tamta. Dieser Raum hier, mit dem muss es noch irgendwas auf sich haben. Irgendwas. Ich guck nochmal, wie genau Tamta und so. Da war was. Also Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass in dieser Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir... Ups. Erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kern. Ja, ich muss mit Vaya darüber sprechen. Er muss mir ein Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte können. Aha! Also, diese Fifi-Viecher, ne? Fifi, ihr erinnert euch, diese Planschteile. Das sind Kern. Und, das Sekret von denen hat Bestandteile von Tamta. Und zufällig stehe ich genau vor so einem Vieh. Das heißt, ich muss es umbringen. Die Frage ist, wenn ich es hier herausziehe, wie bringe ich es um? Hier liegen Steine. Nee. Ey, nicht schon wieder Zombie-Special.